so ein Kinderdorf in Salvador de Bahia. Two people, he gave his suit away to this. That's very good. Yeah, everybody's come to the FFC. Thank you.
My friend. Can you see? No. It was probably there at the end, you know, looking. Like, it was so nice on that ship. And nobody would leave it. When I said, you know, that's the captain waving. There's Corcovado. Flamingo Beach. Christoph, Nassim. And we know that. There's the city. That's where we're going. It's easy. Amen. So? Stuart Grange is standing there. Watching Rio. You've got the police back. Thank you.
Ouais. Ah. Schönes Bild. Aha. Machst du ein Bild von mich und Frau Fox? Ja, ja. I'll make a sugar loaf. Flamenco and the harbor. Sugar loaf. There's Copacabana. This way is the Ipanema. Yeah. Yeah. Heading towards the Copacabana. This is the front. Ipanema Beach. All this about 300-400 meters wide. Flamenco, yeah. Yeah, and then Botafogo. Botafogo? Yes. The cable car onto the Sugarloaf. We just got off the, what's the name? Oh. You start Ipanema, and then Leblon, and then Barra, which is the shopping that I told you. Yeah. Copacabana. Can I have one picture of you alone? Yeah, yeah. If you don't burn the film. Para. Leaving Rio de Janeiro now. City once more. Porto Alegre. There's our pilot. Airport.
city. We're coming towards the big beaches, Copacabana behind us. Last time, the Copacabana, that is Leme Beach, as far as this hotel, and all this now, Copacabana. Until the end, and around the corner, it's Ipanema and Leblon. City of Paranagua, the last station in Brazil. Zij kleren aan. Moest maar zij kleren, ja. Je hebt niet gezien, ik ben nog niet gewassen. Ja, ja. Het is juist 11 uur, wij zijn dus midden in de nacht. Yeah.
does not instruct you to. Die soll er hängen mal auf. Ist ja süß. Ja, er hat Gottes gegenüber sich so zu zeigen, dass man ein besonders großes macht. Oder sogar ein Gold gemacht hat. Nicht? Oder man hat das gemacht mit Perlen. Das kam, das passiert aber alles daraus. Heute Mittag gehört, gerade von Durchfahren, sagten, nächste Reise gehe ich auch zu Floristik aktuell, was einfach anreizte. Aber ich denke, auf Reisen mit relativ wenigen Seetagen. Ist das wirklich Nebensache? Weil dann diese wenigen Seetage genutzt werden, um sich vielleicht vorzubereiten beim Lektor auf die nächsten Landtage und b, einfach um in der Sonne zu liegen, um sich zu erholen. Aber wenn dann viele, viele Seetage sind, dann sagt man, nutze ich mal die eine oder andere Stunde und mache etwas. Wir bieten dann ab und zu natürlich aufbauende Kurse mit an. Ich denke einfach mal an ein Rhetorikseminar, was ja viele Seetage braucht, weil es ja wirklich ein Aufbauseminar ist. Oder verschiedenes, Finanzvorträge werden geboten, die auch aufbauend sind. Also das alles sind Programmpunkte auch für unsere Gäste, um tagsüber gut beschäftigt zu sein. Nun, aber einmal Andrea Wolf menschlich gesehen. Wie sind Sie denn überhaupt zur Seefahrt gekommen? Wie haben Sie Ihr Herz an MS Europa verloren? Es war eigentlich so bei mir, ich komme aus dem Reisebüro. Ich bin gelernter Reisebürokaufmann. Das waren, in Galle heißt die Straße, in Iglesia die Kirche und dann dreimal dürfen beraten vom Heiligen Johannes. Das bin ich. And the famous Rio de la Plata in Montevideo. Over there somewhere is Buenos Aires. Queen Isabella of Spain. Das ist der schöne Berg, ne? So tired. You're on the roof of Montevideo.
On the roof, Montevideo. Auf das Dach der Montevideo. Yeah. I wonder which one that is. Big city, yeah? Not as big as Paris, but it's good. Wasser, mal wieder schön Land. Ja. Tut gut, oh, ne? Und feste Boden. Boden. Und etwas mal wechseln, so was ich dort gerade gucken. The big bright place. Buenos días. Buenos días. Oh. Burros. And all those steaks. Ah. They left it special. Oranges. Yeah. Are they ripe? Yeah. I can use it to last of the, you know, the little oh. Leave it for the toys. I'll have one. They leave it for the toys. Yeah? Oh. Got it? Yeah. Very sweet. Want some more? So, ist das hier schön? Ist das so wunderbar? Ja. Ist das nicht so? Und jetzt setzen wir schon alle wieder hin. Ich meine, ich kann bestehen, wenn ihr was trinken wollt. Ja, ja so genau. Was, aber Hunger, ne? Wer hat denn Hunger? Ein Traum, diese Bäume. Ja. Da, Gina hat schon die Orangen probiert. Kann man die essen? Ja. No, no, he didn't. I know that. Where do you want to sit? Yeah? Ich kann es nicht, wie was? Ja, fang an. Jerusalem. Jerusalem. Haben wir informiert. Ja, ja, genau. Aber uns hat es überrascht, dass Sie da auf einmal da. Aber Sie haben es komplett gemacht, gell? Ja. Kein Problem, gell? Ja, ja. There you are. Thank you.
mal was. Willkommen. Hey, Mike. How do you like it? Do you like it or Jetzt war. Schöne Augen, ne?